So, meine lieben Freunde, Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Batman, The Telltale Series, Episode 1. Und weiter geht's an dieser Stelle. Und wir sollen... Steht das nochmal irgendwo? Wir sollen irgendwas machen, was ich jetzt irgendwie vergessen habe. Aber wir werden natürlich erst ein bisschen rumgucken. Medienberichte. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Ja, das ist halt nicht so gut. Gossips Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf andere Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was wohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehrer wie auch den kostümierten Superheld Batman trifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren in Gothams jüngster Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jeder Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. Wie lange geht das noch? Okay, das ist das Letzte. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Gerätes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Gordon von Gotham Citys Polizeileutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Ja, wie gesagt, die Geschichte geht sozusagen nochmal von vorne los. Er ist aber schon Gordon bekannt und er ist schon, wird schon von Gordon unterstützt hier in dem Spiel, aber Harvey Dent ist noch Harvey Dent. Und ja, mal gucken. Früher am Tag betonte Leutnant Gordon in einer Pressekonferenz, wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor einem Eintritt in das GCPD und den baldigen folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihm das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, den er heute ist. Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Ja, das Arkham Asylum steht hier auch noch nicht. Finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Ach so, also gibt's das schon? Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Zellbrach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Ach so, ja, das gibt's ja also noch gar nicht. Das Arkham Asylum ist, glaube ich, noch eine alte Anstalt, die jetzt erneuert wird sozusagen. Und da steuert Bruce Wayne mit zu. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. Also gab es das ja doch schon. Also irgendwie komme ich hier. Ich dachte, das war so ein altes Gebäude, was wieder. Okay, das wird überall, wie gesagt, das wird überall in jeder Storyline anders erzählt hier. Das ist ein bisschen irre. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und moderner Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung zu entlassen, zu implementieren. Ja, okay. Dann haben wir hier den Codex. Okay, hier können wir... Oh, die haben schon angeguckt. Irgendwie. Martha Wayne, verstorben, Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern, sie sind unermüdlich... Sie haben unermüdlich gearbeitet, und um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten.
bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joey Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Ja, wie gesagt, das ist zum Beispiel auch so, in den alten Batman-Filmen, da war Joker der Typ, der die Eltern getötet hat. Später war es dann, in Gotham war es dann Capone, seine Mitarbeiter, und hier ist es wieder, also ist Joe Chill, keine Ahnung, es wird immer anders erzählt. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne, der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde ich alles auseinanderfallen. Mein Gott, was lese ich denn heute wieder? Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Dann haben wir Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City, bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Verbrechen, Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Derzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Die Katzeneinbrecherin, aha. Naja, Catwoman, ne? James Gordon, Leutnant GCPD, Abteilung für Schwerverbrechen, Verwandte Barbara Gordon, Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch, vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit. Oh, jetzt bin ich erschrocken von der blöden Plastikflasche. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch gehört. Das ist jetzt gar nicht. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Vicky Way, Enthüllungsjournalistin Gossams Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Gazette. Ich spreche das völlig falsch aus, ne? Ich habe von ihr gelesen. Sie ist geleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte, für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Ja, Carmine Falcone, Besitzer des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Ich meine natürlich Falcone. Oh Gott. Ja. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach zwei neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zuverlässigen Beweisen. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter, nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die an diesem Ort herrscht. Arkham Asylum. Gegründet im November 1921, die einzige Hochsicherheitsnervenheilanstalt in Gotham City bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet, das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich diese Behandlung bekommen, die sie benötigen. Also ist dieses Arkham Asylum doch schon da? Gut, okay. Weil das ist normalerweise, ne? Ja, Wayne Enterprises, gegründet 1870. Multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktionen und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehranteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen.
So, ja, jetzt haben wir den Kodex auch durch. Da werden jetzt immer wieder neue Sachen dazukommen. Und ja, da haben wir dann immer mal ein bisschen wieder was zu lesen. Jetzt ist es natürlich viel zu lesen am Anfang, weil natürlich viel neue Sachen. Mädchenberichte, was haben wir noch? Hier oben Hauptbildschirm. Uhr. Ja, der Hauptbildschirm. Super. Kann man sich angucken. Wir haben einen Codex, haben einen Hauptbildschirm. Okay, was ist in der Richtung? Ich will jetzt erstmal die Richtung. Oh, was haben wir denn hier? Kinokarten. Ansehen. Ach, das sind die zwei Kinokarten. Das sind die Kinokarten, wo er als Sohnemann mit seinen Eltern war. Und das wird auch anders erzählt. Es gibt die einen, die sagen, die waren im Theater, die anderen, die sagen, der war im Kino, die anderen, naja, und so ist es halt. Holographic Lenses, Voice Modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Was haben wir denn hier? Datenschnittstelle. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Okay. Oder hier alles. Ach, hier ist dieses Datenlaufwerk, das sollen wir holen. Nearly fell off a building for this. Sollen wir nachher aus? Nee, ich hoffe, der macht das jetzt sofort. Nee, wir werden uns weiter erstmal umgucken. Klar. Apparatetisch. Wir haben hier die Bad Rang. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Rauchkugeln? Ah, the test run at the mayor's office was a success. Ersatzämterhaken. Zweiter Einhaken. Ja, sowas passiert, ne? Im Gefecht. Aber dann hier schon wieder EMP-Haft-Taser. Deliver a jolt or knock out electricity in the area. And I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Wir haben noch Sensor zur Spurenerfassung. Newest edition. Can program it to reveal trace elements in a confined space. Okay. Der Apparatetisch. Moment, wir gehen nochmal da hoch und obwohl wir müssen dann. Wir gehen dann einfach auf der anderen Seite lang zurück. Hier haben wir das Batmobil. Sieht auch sehr geil aus hier in dem Spiel. Oh, that's the stuff. Ja, also auch wieder sehr geiles Batmobil hingestellt. Muss man schon sagen. Sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. So, gehen wir mal hier rüber. Kann man da nicht rennen oder so? Bisschen schneller. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Das ist hier super gemacht. Aber dann auf der Seite, wir müssen jetzt dieses auslesen lassen, dieses Laufwerk. Okay, hier auf der Seite ist nichts raus. Ah, da haben wir noch das Batcave. Oder Batcape, so rum, Entschuldigung. Batsuit, ach! My suit absorbed most of the damage from that gunshot. But I've got to protect my back. Even from the police. The new law was created in order to allow Gotham City's biggest property owners greater ability to modify and improve the city's aging. So, Datenschnittstelle, oder? Warte mal. Der Stuhl kommt nach oben. So einen will ich auch haben. In mein Zimmer haben wir mehr Platz hier. So important. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court and a movie theater. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer.
I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an eighth bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Okay. Benutze L, um das Hologramm zu drehen. Okay. Dann drehen wir mal das Hologramm. Hm. Was haben wir denn hier überhaupt? This is a map of the East Side Shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Hmm. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully she's just a tourist. No, I already checked the Codex. Not much to find, apparently. A few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. The guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh, yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious.
But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Oswald Cobblepot. Das ist natürlich der Pinguin, nicht wahr? Cobblepot Park. So, liebe Freunde, und ja, da sind wir schon wieder am Part-Ende angelangt. Und ja, wir tauchen mal weiter in die Geschichte ein. Die Geschichte wird wieder ganz anders aufgerollt als andere Geschichten. Oswald Cobblepot ist in dieser Geschichte ein junger Freund von Bruce Wayne. Von der Schule irgendwie unzertrennliche Freunde, keine Ahnung. In anderen Geschichten ist Oswald Cobblepot der Dings von hier, der Butler sozusagen von nicht Capone, sondern von Falcone. Und dann gibt es wieder andere Geschichten, die wieder was anderes sagen und so weiter und so fort. Naja, ich find's cool. Ich find's cool trotzdem. Es ist, ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, kenne ich jetzt schon alles, sondern es wird einfach wieder mal ganz anders erzählt, von einem anderen Standpunkt aus. Und ja, da würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Drauf, wie es weitergeht. Und das wird dann morgen geschehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.